Hey Leute und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Sapphire Link mit Swordwell. Letzte Folge haben wir beobachtet, wie Team Aqua in einer spektakulären Aktion ein U-Boot geklaut hat. Und zwar indem sie einfach ins Wasser gesprungen sind. Ja, jetzt müssen wir zu ihrem Versteck, was wir aber eigentlich so gesehen schon kennen. Das ist jetzt nicht wirklich mehr ein Versteck. Es ist hier oben. Oh ja, ich frage mich, wie oft du bei den Teleportern dich irgendwie falsch teleportierst. Ich frag mich so dermaßen gerade. Hä, bei welchen Teleportern? Oh! Vor allen Dingen, guck mal, hier ich unten, ne? Hier unten, wenn du jetzt hier hochkommst, ne? Okay, Leute, der Boss hat das U-Boot. Jetzt brauchen wir hier keine Wachen mehr. Natürlich. Oder was meinst du, wie diese Evil-Organisationen funktionieren? Jetzt, wo wir hier was Wertvolles haben, müssen wir auch nichts mehr bewachen. Sounds logical. Nein, das war Fail. Oh, die haben einen Hundemon, oh wie süß. Oh lol, das Ding ist 31, Bruder. Chill. Fassade? Hydropumpe. Hydropumpe! Lalalalalala. Hier kommen aber keine Pokémon, oder? Ich glaube nicht, nee. Doch. Also jetzt nicht im Freien, aber im Schlafzimmer vom Boss, das wurde da oben sitzt mit den vier Pokébällen. Zwei davon sind statische Pokémon. Ich weiß noch nicht welche. Ah, na das ist ja nice. Und einer davon ist der Meisterball eigentlich. Alter, der hat zwei fucking Feuer-Pokémon. Also, im echten Spiel wäre einer davon der Meisterball. Okay. Ich weiß nicht, ob hier das auch dann der Meisterball ist. Ja, bei dir ja, bei mir ist es dann wahrscheinlich ein Trank. Bei dir ist wahrscheinlich wieder eine Flöte. Ja, wenn das jetzt wirklich eine Flöte ist, ne, ist das Let's Play vorbei. Dann tötet bitte alle Pokémon, die er im Team oder auf der Bank hat. Over, we lost. Nein, Boss, wir können doch noch... Ich sagte... Okay, aber auf die Frage von ihr muss ich gerade eben sagen, Team Aqua gefällt mir besser als Team Magma. Was hast du denn gefragt? Welche Uniform besser aussieht. Ach so. Ja, ich bin auch mehr so der Aqua-Typ. Von Uniform her. Ratzbruder, stirb, Dickter! Totes Dickter. Wie das Magma einfach mal überlebt. Wie kann es das wagen? Was? Er hat einen Pop! Holy fucking Volltreffer. Okay, der eine Typ wurde instant ausgelöscht. Oh Mann, Mundtier. Ja, nichts kannst du, bist nicht mal ein Leter King. Nichts kannst du nicht mal Leter King sein. Ja. Das einzige, wofür so ein fucking Mundtier gut ist. Das einzige, wofür ein Pummels und ein Mundtier gut sind im Pokémon LP, wenn es randomized ist, sich zum fucking Leter King weiterzuentwickeln. Na, generell auch, oder? Auch in nicht randomized Pokémon. Nee, in nicht randomized könnte man das Mundtier in Mundtier lassen und ihm dann Evolit geben. Theoretisch. Bin ich hier? Hallo? Bin ich hier? Sounds reasonable. Oh, genau da, wo ich bin. Jo. I'm gonna mess up your brain. Pokéball! Riesenperle! Gönnung! Dafür gibt's einen Döner nachher, was? Hä?
Jo. Bin ich denn hier? Ich bin hier gelandet. Das ist ein Teleporter. Nein, okay, jetzt komme ich zu weit von dem Weg ab. Ich jetzt zum vom Boss. Oh, ein Pocketball. Nochmal ja, Silberstaub, wie oft soll ich denn das noch kriegen? So, also ich bin beim Boss. Also, ist ich schön, bin bei den Pokéballen. Oh. Alter, du rennst halt auch in jeden rein. Ich will ja auch. Sie müssen alle leiden. Du musst dich jetzt in die Form von diesem Mädchen reindenken. Du bist ein kleines Mädchen, du bist, keine Ahnung, 10 Jahre alt oder 11, ja? Nein, ich bin ein emanzipiertes Mädchen, das sie alle platt macht. Halt's mal. Du musst dich einfach reinstellen. Du bist ein kleines Mädchen. Du bist in der Basis der Bösewichte und du willst auf jeden drauf. Was? Ich weiß nicht, was du hast. Ich hab das gerade ganz normal umschrieben. Ja, die Kommentare sind halt auch noch nicht auf deinem Kanal. So. Guten Tag. Wenn man mit mir aufnimmt, empfiehlt es sich immer, ein Kissen dabei zu haben, in das man reinschreien kann. Oh ja. Oh ja. Na, warum habt ihr mal Wasserzeug? Das ist doch nicht feierbar. Die Frage ist jetzt, ist dieses Ding vor mir ein Pokéball von einem Pokémon oder ein Item? Wie er auch Item sagt. Item! Was? Jetzt ist er ein Morlock geworden. Ja, oder wie heißen die Dinger? Ja, Morlock. Oh, nein, das war ein Nachthara. War das ein Nachthara? Nein. Oh, ein Nidorina. Ich fange einfach mal beide. Gottes Willen, ey, machen die Schaden. Da fliegt mir ja direkt jetzt mal das Blech weg hier. Würdest du vielleicht mal warten, bis du das Vieh platt machst? Vielleicht habe ich ja was Gutes? Ich habe gesagt, ich fange beide vorsichtshalber. Ach so. So, das erste habe ich. Nidorina, das nenne ich jetzt. Wie nenne ich das? Ich nenne es Wein. Wein? Ja, Wein. Wein ist der Girl's Best Friend, was? Warum nicht gleich Tinder? Okay, Tinder. Oh mein Gott. Hä? Da bist du jetzt. Oh, das ist der Endfight. Oh. Alter, wie sieht der denn aus? Ja, Bock! Der Wolfgang! Wambo! Ja, hi Terror! Oh lol, was ist das denn jetzt? Bitte Erfahrungspunkte! Oh lol, ein Tauboss, das hab ich aber schon! Das töte ich. Darf ich's töten? Ich töte es. Also müssen wir uns merken, das erste Pokémon darf ich behalten. Nur eins davon würde ich jetzt sagen, dürftest du behalten. Es hat Explosion, oh nein. Na gut, zum Glück ist es Futaba. Lol.
Mein Beutel ist voll. Level 51. Du hast kein Item, das heißt, du kriegst jetzt einen Metallmantel. Habe ich irgendwo gegen Gift? Ich habe keine fucking Gegengifte, willst du mich verarschen? Doch, da, Gegengift. Ich wusste doch, ich habe Gegengifte. So, jetzt sollte ich auf jeden Fall genügend Platz haben. Ah, genau. So, und jetzt einfach nur noch nach links laufen. Weiter nach links laufen. Den mittleren jetzt ausweichen. Links, links. Den mittleren ausweichen. Gut. So, was haben wir jetzt? Bäh. Nope, ich habe keinen Meisterball, ich habe einen Magneten. Fuck. Scheiße. Lol. Also das erste fangen, ne? Du darfst eins davon fangen, würde ich sagen. Hast du zwei getötet? Ich habe eins getötet, eins gefangen. Und das dritte? Hab ich gefangen. Und das dritte? Das ist kein drittes Pokémon. Das sind zwei Items und zwei Pokémon. Ach so, also ich darf eins fangen. Ja. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, weil ich brauche das Nidorina nicht. Okay, dann probier's mir ein Glück mit dem zweiten. Oh, guck mal, ein kleines Vulcano, it's Mini Dragon! It's that Mini Dragon! Oh, it's still alive. Oh Leute, ist er dunkel! Lol. Ah, das ist ein Radfahrt. Ich fang's trotzdem, einfach nur aus Spaß. Einfach just for the Trolls, Alter. Just for the motherfucking Lulz. Oh ja, Temposchub. Oh lol. Fuck. Bin ich auch in den reingerannt, Mann. Steckst du an, Kitty. So. Als Maul, du steckst da an. Aber guck mal, das ist ein Kusshiller. Well, it's dead now. It's dead now. Oh lol, du hast einen Premierball. Oh lol. Nein! Kusshiller. Kusshiller ist down. Kusshiller down! Kusshiller down! Halt's Maul! Tschüss! Hallo! Oh, haltet doch einfach die Fresse! Ihr kriegt das wieder auf die Schnauze! Oh, ein Kadabra und ein Ein O-O. Ein O-O. Eine fucking Bäre. Und eine fucking weiße Flöte! Okay, das war's. Es ist vorbei. Petina has left the building. Was ist das denn? Krieg in einer Tour noch die fucking Flöte. Oh mein Gott, wie wenig Schaden kriegt das Ho! Alter, das Ho ist fucking tanky! Ja, nur mal so, ich hab da vorne bei der Captain's Kajüte noch einen Pokéball gesehen. Ja, viel Spaß, den zu suchen. Wie kommt man da hin? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie man zur Captain's Kajüte kommt. Oh, Windstoß? Ist der eigentlich... Ist der gut? 40? Nee.
Oh, ist halt so fucking tanky, Alter. Hallo! Hallo! Ich werde dich nur umbringen! Was? Ich würde nie ohne Messer außer Haus gehen, vor allem wenn ich in sowas wie ein Versteck von der kriminellen Firma gehe. Nein, da kommst du bloß zur Kettenskajüte. Na, sieht so aus. Also ist es schon mal nicht das. So. Die sucht. Ah! Ein Riesenpilz. Oh, Gönnung. Ich habe jetzt nicht aufgepasst wegen dir, du Arsch! Demops, lol. Muss ich doch auswechseln, fuck. Aber coole Melodie. Oh ja. Gut, okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Dann mal raus. Als Vorläufer aller. Von den blauen Bergen kommen wir. So. Warum mache ich volltäglich voll Pfosten? Weil du eins Pfosten bist. Na, war sowieso ein One-Shot, also von daher scheißegal. Ja, pity, jetzt wollen wir wieder ausrasten mit den Encountern. So, wie jetzt? Was mit den Encountern? Na, jetzt haben wir Free Rain über viele, viele, viele Routen. Über okay. 5 Routen oder so. Seegesang. Ich muss nur kurz wieder PP herstellen gehen. Dann können wir los. Füllt im Kampf langsam KP wieder auf. Oh. Seegesang? Ja. Eigentlich macht es, wenn du Schaden zufügst, kriegst du ein Achtel davon als Heilung. Nein. Also wenn du ein Pokémon one-shottest, kriegst du ein Achtel von deinem Leben wieder. Vom gegnerischen Leben. Ja. So. Und wo jetzt denn? Achso, jetzt sind die Wellenmaus weg, oder? Richtig! Und wessen Encounter ist der hier jetzt gleich? Kein Plan. Auch nicht. Okay, dann machen wir einfach meinen Encounter zuerst. So. Also, auf in die neue Route! Guten Abend! Fuck, da unten hat mich trotzdem gesehen. Oh, der hat einen Hornliu! Süß. Er hat einen Lavados. Der Bock. Der hat Bock! Okay, zickzack. Explodiert. Oh, Encounter! Oh lol. Ein Habitat. Eins Habitat. Irgendwie waren diese ganzen Encounter im Wasser bisher immer sehr unterwältigend. Warte mal, kann man eigentlich auch. Man könnte auch angeln. Rein theoretisch habe ich ja einen Flug-Pokémon. Rein theoretisch. Ja, klar. Und es ist toll! So das sogar passen! So das sogar passen! Komm, nehmen wir es einfach nur, weil es passt! Nein, ich bin schon gegangen.
Alter. Ein Bommels! Gönnung. Ja, Bommels ist eigentlich ganz nett, dein Counter. Ich warte mal. Ja, ich krieg grad irgendwie nichts mehr. Ah, jetzt hat. Oh, ein Goldini. Würde ich nehmen? Muss ich nehmen? Nehme ich. Nimmst du? Ich nehm's. Ja, ich nehm's. Okay, dann muss ich leider neu. Oh, stimmt, meins ist männlich. Ja. Ein Mushas, aber auch männlich. Ui. LOL, das kann Milchgetränk. Ich will das Goldini. Nochmal eins Bummels, nochmal männlich. Ach, viel Spaß, ein weibliches Bummels zu finden, Alter. Da muss kein Bummels sein. Ich nenne es Locke. Oder Löckchen. Nein, Locke. Nein. Weil es ist die Goldlocke. Okay, ich höre schon auf. Guck mal, noch ein Habitak. Nice. Die angelt einfach auf dem Meer, gönnt sich. Da denkt sich, jupp, das ist das Leben. Allerdings, und es ist, oh, ein Perlu, nehme ich mit. Das sieht sogar ganz schick aus, finde ich, der Sprite. So, nehmen wir Futaba, die kann einschläfern. Oh, Stadt-Encounter, das ist aber deiner. Ich will den Encounter gar nicht. Idee. Ja? Wollen wir in der Stadt wirklich einen Encounter haben? Ja. Dann darf ich es jetzt nicht töten. Muss ich erst warten. Wobei, ich dürfte eben encountern. Ha, weil ich es schon hab. Ah! Fuck off, Dummiesel! Wo ist meine Superschütze? Warte, bist du gerade auf Route 124 oder 125? Nee, auf 24. Gut, dann ist hier die nächste Route. Und hier ist die Höhle! Haha! Aber zuerst Stadt. So, also wo muss ich jetzt hin? Weiter nach drüben und unten. Also, erstmal nach rechts. Schön nach rechts. Immer schön nach rechts. Okay. Genau. Wie im deutschen Standardbuch beschrieben. Immer erst nach rechts. Ah, nein. Upsi. Okay, Indigo-Stück. Oh ja, ich hab Wasserstein. Ja, ich hab ihn gefunden. Was ist hier? Haus des Schatztauchers. Genau. Die Indigo-Stücke und so, die du hast. Purpurstücke. Zum Beispiel. Hä? Hab ich keine? Der gibt dir Elementsteine. Der gibt den nicht nur für Purpurstücke. Der hat mir jetzt halt gegeben. Wo sind sie, meine Steine? Ja. Er hat mir einen Wasserstein gegeben. Ich habe drei Feuersteine mittlerweile. Kann und sein, dass ich die irgendwann mal in die Box gelegt habe, weil mein Beutel voll war. Ach stimmt, das geht ja auch. Und dann daneben ist die Stadt. Ich finde die Bäume cool.
Ah. Guck ich mal ganz kurz. Der Typ gönnt sich hart, Alter. Ach ja. Jedes Mal, wenn einer sagt, der oder die gönnt sich hart, dann denke ich immer, die holt sich einen runter. Alter. Was ist klingt so? Der Wirsling! Du hast mich noch gar nicht pervers erlebt. Guck hier, ein grünes Stück habe ich. Oder? Ist es das? Nee. Doch, das ist es. Grünstück ist es. Ich hab halt ernsthaft keinen Platz mehr. Was habe ich denn noch? Sternstück? Purpurstück, guck mal. Okay, Sekunde. Sternstück ich muss aber... nimmt er nicht. Sternstück nimmt er nicht. Beleber brauche ich eh nicht. Warte, wir haben eine Briefbox? Bruder, die mache ich jetzt auf. Ich habe keine Briefe. Ich habe mich ertränkt. Goodbye, you cruel world. Ich kann nicht weiter. So. Okay, ich habe die Stücke jetzt. Ich warte hier auf dich. Okay. Na, ich werde dann angeln. Ich weiß nämlich schon, was mein Encounter ist, wenn ich hier rumsurfe. Okay. Und den Encounter will ich nicht. Ja, Feuerstein! Evoli! Evoli! Das wird so Zockenflammerer. Hä? Donnerstein. Ja. Naja, ich habe ja schon... Ich habe kein Feuer-Pokémon. Ja. Also gönnst du dir jetzt einen Flammerer. Genau. Bitte macht's das zur nächsten Folge. Warum? Wir sind schon wieder bei 28 Minuten. Na, dann mache ich das jetzt noch in dieser Folge. Mein PC wird es dir danken. Ich mach's in dieser Folge und dann ist Schluss, okay? Dich so sehr. Warum? Weil ich darf jetzt wieder den Zeitstempel raussuchen und das dann verändern und dann braucht mein PC wieder länger. Hä, was? Wie jetzt Zeitstempel? Na, ich muss jetzt raussuchen, wann sich dein Pokémon entwickelt hat. Und dann muss ich da dann das Evoli abcutten und das Flamare hinsetzen. Ach so. Deswegen. Das ändert mindestens bei meinem PC eine halbe Stunde drauf. Mindestens, also ich mache eine Nachtschicht, so wie es aussieht. Na, Entschuldigung. Okay. Dann ist Ivo jetzt. Wenn ich dich irgendwann mal sehe, gibt's erstmal einen richtig schönen Tritt in die Fresse. Und wenn es mich dabei hinhaut, weil ich so hochtreten muss. Alles klar. Dann gibt's erstmal einen aufs Maul. Ich sehe es schon kommen, er fliegt keine 5 cm weiter, plumpst einfach am Ort und Stelle wieder auf Boden. Wir sind übrigens bei fast einer halben Stunde. Ja, also. Ist doch schön. Na ja, dann hoffe, ihr hattet wieder ein kleines bisschen Spaß beim Zuschauen. Falls ja, ich würde mich wie immer über eine nette Bewertung oder einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Folge wieder bei Zorduel. Bis dahin, haut rein.